Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich heiße Cornelia Rebel und ich betreue bei Medumio seit langem die Nachrichtenredaktion. Heute möchte ich dir gerne eine aktuelle Studie über Burnout vorstellen. Doch bevor wir zu der Studie kommen, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle unabhängig und selbstständig über Neuigkeiten im Gesundheitsbereich informieren. Warum? Wissenschaftler auf der ganzen Welt forschen und entdecken ständig neue Dinge und interessante Dinge, die uns alle betreffen, beziehungsweise unsere Gesundheit. Doch bis diese Neuigkeiten tatsächlich in den Arztpraxen ankommen, vergehen oft Jahrzehnte. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir uns alle selbstständig auf dem Laufenden halten. Falls du mir da zustimmst, dann klick doch jetzt mal schnell auf den Like-Button und abonniere unseren Kanal. Aber jetzt zu der aktuellen Studie, die sich mit Burnout und Frauen beschäftigt. Der Titel der Studie lautet: Warum Frauen Burnout schneller als Männer erleben. Von echter Gleichberechtigung sind wir offensichtlich noch weit entfernt. Allerdings sind Frauen dabei gefordert, klare Grenzen zu setzen. Das belegt eine neue Studie von US-amerikanischen Wissenschaftlern. Demnach leiden weibliche Angestellte häufiger unter Burnout als ihre männlichen Kollegen, weil sie sich zu viel auf die Schultern laden. Die Studie von Wissenschaftlern der Harvard Business School ergab, dass weibliche Angestellte häufiger unter sogenanntem Zeitstress leiden. Dieser Begriff beschreibt das Gefühl, zu viel zu tun und zu wenig Zeit dafür zu haben. Frauen erleben diesen Zustand offensichtlich häufiger als Männer, weil sie weniger delegieren können. Stattdessen neigen sie dazu, den Bedürfnissen anderer Menschen Priorität einzuräumen. Sie stellen die Anforderungen im Job an die erste Stelle und bitten deshalb seltener als Männer um Fristverlängerungen, wenn sie eine Aufgabe unter Zeitdruck stellt. Frauen bitten seltener um mehr Zeit für die Erledigung ihrer Aufgaben, weil sie stärker davon überzeugt sind, dass sie für diese Anfragen bestraft werden und sich mehr Sorgen machen, andere zu belasten, heißt es in dem Bericht. Um das Ganze abzurunden: Berufstätige Mütter übernehmen auch häufiger Kinderbetreuungsaufgaben als berufstätige Väter. Das trägt zusätzlich dazu bei, dass diese Mütter sich überfordert fühlen. Die Forscher führten 9 Studien mit insgesamt 5.700 Erwachsenen und Studenten zum Thema Stress am Arbeitsplatz durch und veröffentlichten ihre Ergebnisse jetzt in dem Wissenschaftsmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences. Stress aller Art führt im Körper zur sogenannten Kampf- oder Fluchtreaktion. Mit Botenstoffen und Nervenreizen bereitet sich der Körper auf Höchstleistung vor. Das bedeutet, der Herzschlag erhöht sich, die Verdauung wird heruntergefahren, der Blutzuckerspiegel erhöht sich, die Muskeln haben höhere Spannung und sind bereit, ihr Bestes zu geben. Verschwindet der Grund für den Stress wieder, dann entspannt sich auch der Körper nach und nach und kann seine Balance wiederfinden. Das Problem ist, wenn man ständig unter Stress steht, dann fordert man vom Körper ständig Höchstleistung. Das führt mit der Zeit zur Erschöpfung, der dann letztendlich im Burnout gipfelt. Frauen machen sich demnach immer noch Sorgen, dass sie nicht das gute Mädchen sind. Das führt dazu, dass sie viel zu oft Ja sagen. Statt Druck abzubauen, versuchen sie, die perfekte Frau zu sein. Der Bericht ergab auch, dass Frauen stärker als Männer auf die Emotionen anderer eingehen. Das führt naturgemäß dazu, dass sie eher die Gefühle anderer als ihre eigenen berücksichtigen. Das beinhaltet nicht nur Beziehungen zu Partnern, sondern auch zu Arbeitgebern. Ebenso wichtig sind für Frauen aber Karrierewünsche. Um keine Schwäche zu zeigen, bitten sie seltener um Hilfe als ihre männlichen Kollegen. Frauen tun sich offensichtlich schwer damit, eine Gehaltserhöhung oder Verlängerung der Ablieferungsfrist zu fordern. Liebe Geschlechtsgenossinnen, die hier zuschauen, es liegt also in erster Linie an uns selbst, dass wir mehr Selbstbewusstsein entwickeln und dass wir wirklich aufstehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir sind keine Supermenschen, wir geben unser Bestes, aber wir können nicht alles immer erledigen. Wissenschaftler vermuten, dass historische Gründe hier eine große Rolle spielen. Jahrzehntelang haben Frauen den Druck gespürt, 120% zu geben, um nicht schlechter dazustehen als ihre männlichen Kollegen. Tatsächlich scheinen sich Gehaltsforderungen und Ähnliches über Jahrzehnte hinweg nachteilig auf die Karriere von Frauen ausgewirkt zu haben. Sie schlagen vor, dass Unternehmen ihre angestellten Frauen auf eigene Initiative hin unterstützen. Besonders Mütter sollten nicht das Gefühl bekommen, um Hilfe bitten zu müssen.
Um diese geschlechtsspezifischen Unterschiede zusätzlich zu mildern, schlug die Studie vor, dass Arbeitsplätze mit klaren Protokollen ausgestattet werden. Gehaltserhöhungen und Verlängerungsanträge sollten über offizielle Kanäle implementiert werden können. Das würde die Frauen ermutigen, um Hilfe zu bitten, ohne eine mögliche Bestrafung zu fürchten. Also, liebe Frauen, lasst euch nicht zu sehr stressen. Es liegt an uns allen selbst, dem Stress einen Riegel vorzuschieben. Falls diese Studie jetzt für dich interessant war, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf den Like-Button klickst und wenn du unseren Kanal abonnierst. Ich würde mich auch freuen, wenn du öfter mal in unseren Kanal hereinschaust, denn wir uploaden ständig neuen Content. Vielen Dank für dein Interesse und hoffentlich bis bald, deine Cornelia.